with our friends. Und also das sind sehr, sehr alte Megalithenbauten und es gibt Geologen, die datieren das jetzt teilweise auf bis zu 12.000 Jahre zurück. Also ich bin sehr gespannt. Hier sehen wir jetzt jede Menge Tee, also hier geht's los mit den riesen Teeplantagen. Wir sind jetzt circa eine Stunde außerhalb von Zhanjiang und ist wirklich beeindruckend. Wir haben jetzt hier mal kurz angehalten. Leider weiter vorne, da hatten wir richtig gute Aussicht gehabt, also überall die Hügellandschaften. Sieht man jetzt hier nicht so toll, aber ist wirklich beeindruckend und lohnt sich anzuschauen. Nach anderthalb Stunden Fahrt sind wir angekommen. Jetzt laufen wir noch das letzte Stückchen. Nein, das kam mir halt länger vor, aber es war nicht länger. Und zwar werden die, dieser Platz hier wird seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden sogar von Leuten für Meditation benutzt. Ja, sofort. Und keiner weiß aber so wirklich, woher jetzt die Steine kommen. Und ja, aber es wird als heiliger Ort ist das hier. Und man sagt, dass hier die Energie sehr hoch ist und dass dieser Ort auch mit anderen Plätzen, wie zum Beispiel mit der Pyramide in Ägypten, verbunden ist. Also was man sich natürlich fragen muss, ist, all die Steine hier sind ja natürlich nicht so, haben keine natürliche Form oder sonst irgendwas. Also die sind deutlich bearbeitet und es wurde jetzt eigentlich recht sicher auf 12.000 Jahre zurück datiert. Und eigentlich hatte man zu der Zeit noch nicht mal das Rad und geschweige denn irgendwelche Werkzeuge, um die Steine so fein zu bearbeiten, weil das sind teilweise wirklich richtig sechseckige und richtig schöne Flächen dran und alles. Und das ist die große Frage, wie die dann da hinkommen und wer die bearbeitet hat. Das kann keiner beantworten, also das könnt ihr euch ja selbst überlegen. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. So, das war's von uns für heute. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wir haben jetzt noch ein ganz besonders speziellen Tipp für euch, und zwar ist es unser guter Kollege von The HowTube, der Lars. Den möchten wir euch mal an der Stelle ganz gerne empfehlen, weil vor allem wenn ihr durch Asien reist, hat ganz viele tolle Videos mit Tipps und
zu ja. allem möglichen, wie der Channel schon sagt, Howtube, also wirklich zu empfehlen, also wenn du irgendwie durch Asien reist oder auch andere Destinationen, also da wurde euch geholfen. Falls ihr oder eure Zuschauer nach Tipps braucht für Südostasien, weißt du ja, auf meinem Channel findest du sämtliche Informationen zum Rumreisen. Wir sind 9 Monate durch Australien, Neuseeland und Südostasien gereist und ich habe das da auch alles ein bisschen zusammengefasst. Ein paar Insider-Tipps und so weiter. Vieles erlebt ihr ja auch einfach selbst, wenn ihr gerade da seid. Viel Spaß weiterhin. Wir sehen uns dann in Deutschland. Aber hoffentlich nicht ganz so früh, weil bleibt so lange weg, wie ihr könnt. Das ist das Beste. Bis bald!